Ja, ich bin wieder in Deutschland und habe trotzdem noch eine Menge Material, weil ich habe sehr, sehr viel gefilmt vor Ort, das ich nicht auf meinen Kanal hochgeladen habe, weil ich habe keinen Vlog-Kanal und mache eher andere Sachen und will auch nicht zu viel jetzt Leute irritieren, die von Simons Kanal rüberkommen und dann denken, jetzt gibt es hier nur noch Vlogs, weil es gibt bei mir keine Vlogs mehr. Die gibt es nur exklusiv auf Patreon. Andererseits wollte ich auch nicht groß den Patreon-Marker machen. Dann denken die Leute nachher, ich will Geld dafür, dass ich Vlogs mache. Darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass ich mit dem Geld meine Projekte unterstütze und die Vlogs natürlich ein kleines Extra sind, um Danke zu sagen und euch ein bisschen den Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Deswegen gibt es für euch jetzt noch einen Haufen Vlogs, die nach und nach kommen werden, falls ihr Bock darauf habt. Wenn ihr jetzt auch sagt, nee, komm, lass mal, dann kann ich das Material auch einfach hier behalten und vielleicht irgendwo einbauen, wenn es mal passt. Aber ich kann mir vorstellen, dass euch das interessiert. Wir waren auf einer kleinen Insel in der Nähe von unserer Juma Lodge im Regenwald und haben eine junge Familie besucht, die wirklich davon leben, dass sie Tiere haben, die quasi dieses Tapir hier, das sie aufziehen über Jahre und dann das Fleisch verkaufen, die Wurzeln aus dem Boden holen, aus den Wurzeln Farofa machen. Auch sehr verbreitet in Brasilien, sehr ballaststoffhaltig, sehr reich an Mineralien. Uns wird hier gerade gezeigt, was hier alles so gemacht wird von den indigenen Völkern, nämlich Acai-Beeren werden hier zubereitet, das hier sind zum Beispiel Paranüsse, kennt ihr vielleicht, aber ihr kennt die wahrscheinlich ganz klein. Paranüsse sind aufwendiger zu ernten, als ich dachte, wird auch per Hand gemacht, wie man hier sehen kann. Typen hier, der ungefähr 23 war, ist 15 und die haben schon ein Kind. Das ist da aber normal. Da wird sehr jung geheiratet und weil das Leben vielleicht doch kürzer ist, das weiß ich jetzt aber nicht, ist eine Vermutung. War auf jeden Fall ein sehr interessanter Trip und sehr spannend zu sehen, wie die da leben. Ich esse Paranüsse auf jeden Fall jetzt mit mehr Respekt. Die werden so groß. Ja? Ja, das war der kleine Einblick von unserem Besuch, den wir auf dieser Insel hatten. Ich habe noch 5 oder 6 weitere ganze Tage, die ich nicht veröffentlicht habe. Und wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mir das mal hier bei Patreon oder unter das Video, dann gibt es mehr davon. Bis bald! This is poison right now. No, this is sugar. This is energy. Energy drink. Das ist Monster Energy. And fresh. Mega süß. Schmeckt wie Ananassaft ein bisschen. Findest du? Oder was? Ich finde, es schmeckt wie, ja, irgendwas mit, wie Saft mit Zucker versetzt. Schmeckt wie richtig hart, heftiger. Schmeckt gleich Nektar. Ich finde, das schmeckt einfach nach Pflanze. Pflanze mit Zucker. Ray! Grace! He's doing well. Well, yeah! You are to the top. Okay, I was halfway. Okay. One and a half, right? Only 4 centimeters and you Ich glaube, du musst dich mehr abstützen, in den Winkel kommen, damit du dich am Seil abdrücken kannst, damit du eine Spannung auf dem Seil hast. Nee, meine Füße sind zu groß. Yeah. Nee, ich glaube, ich habe das zu weit hinten. Oder? Ich habe vorher nicht gesehen, wie weit das bei ihm saß. What happens?